2.6 Spinnen, Spinnen. Nachdem ich meinen Wasserbeutel aufgefüllt hatte, stapften Mandy, Andy und ich wieder zurück zu der Höhle, wobei ich den Weg inzwischen tatsächlich kannte. Wir diskutierten kurz über unsere bevorstehende Aufgabe, wobei Mandy meinte, dass mich der Name Beinchen wohl nur in Sicherheit wiegen sollte. Und Andy war davon überzeugt, dass die Chefspinne noch größer war. Ich hatte das ungute Gefühl, dass er recht behalten würde. Als wir das Reich der ehemaligen Resignationsspinnen wieder erreichten, waren die toten Biester zu meiner Überraschung verschwunden. Dafür hatten neue, finstere, achtbeinige Gesellen Aufstellung bezogen. Ich verspürte gerade keine Lust, mich darüber zu wundern, fing mir eine geschmeidige Hepatitis A ein und legte los. Nachdem ich mich zum Höhleneingang durchgekämpft und einen stinkenden Fisch und zwei Briefmarken aufgesammelt hatte, bewunderte ich noch einmal das penibel geputzte Vorzimmer. Ich möchte mich nicht selbst loben, aber ich war eine talentierte Putze. Ich trank regelmäßig von meinem Astralwasser und kämpfte mich so weiter in die Tiefe. Die überdimensionalen Netze, die teilweise ganze Gänge versperrten, störten mich bald nicht mehr. Ich ätzte sie mit meinem Speichel einfach durch. Doch die kleinen Spinnweben, die sich hartnäckig an meine Haare klebten und meine Frisur ruinierten, nervten tierisch. Wisst ihr eigentlich, was das für eine Arbeit ist, jeden Morgen dieses rote Gestrüpp am Kopf zu bändigen? Die Netze waren einfach überall und klebten mit heimtückischer Hinterhältigkeit an mir. Bald hatte ich das Gefühl, dass sie konkreten Groll direkt gegen mich hackten. Entweder waren die winzigen Geschwister der Höhlenspinnen recht eifrig gewesen oder die Riesenspinnen hatten eine Vorliebe für filigrane Bastelarbeit. Aber wer bin ich, um zu richten? Es gibt ja auch Menschen, die den ganzen lieben langen Tag nichts Besseres zu tun haben, als Reiskörner zu beschriften. Doch wofür? Ich wage zu behaupten, dass noch nie jemand etwas Zitierwürdiges auf einem Reiskorn gelesen hat. Aber wahrscheinlich haben die Freunde der Sonne irgendwelche Intoleranzen und Papierallergie und dachten sich an einem Montagmorgen, Reiskörner, da verewige ich meine Memoiren. Naja. Wenn man nicht mehr als eine Eintagsfliege zu erzählen hat, wird's wohl reichen. Aber ich schweife ab. Zunehmend kam ich doch zu der Überzeugung, dass es hier auch kleine Spinnen geben musste, denn was hätten die Riesenviecher in diesen kleinen Netzen fangen sollen? Fliegen? Da haben ja Koalabären eine effektivere Nahrungsaufnahme. Alles sehr dubios, doch ich hatte nicht die Zeit, jeder Frage auf den Grund zu gehen, wie es eigentlich meine neugierige Natur gebietet. Zum Glück hatte ich mich heute nicht geschminkt und fein rausgeputzt, denn dann hätte ich bereits in den Rage-Mode geschalten. Mein Kleid hatte ich inzwischen schon aufgegeben, doch das rote Kopftuch war ganz schick und half mehr als gedacht. Die Höhlenspinnen waren tatsächlich durchgehend zäher als ihre Pfadfinderfreundinnen draußen an der frischen Luft und griffen zu hinterhältigen Taktiken. Die Algengrüne versteckte sich an der Decke und stürzte sich waghalsig auf mich herab. Doch sie hatte nicht mit meinem Kopftuch, meiner beeindruckenden Agilität und meiner Ausdauer gerechnet. Sie starb, während ich nach meiner eleganten Rolle wie eine Schildkröte am Rücken lag und wieder einmal Keuchen und Prusten begrüßte. Sie wirkten dezent verstimmt, da ich sie immer wieder erkranken ließ und gleichzeitig wie eine Verrückte durch die Gegend hüpfte. Manche Organe sind aber auch empfindlich. Die Blumenstielgrüne schoss ein Netz nach mir, indem ich mich prompt verhedderte. Sie glaubte sich schon siegessicher, als ich ihr höflich meinen Unmut kundtat und wir beide beschlossen, dass es besser war, wenn sie jetzt das Zeitliche segnete. Also eigentlich entrüstete ich mich derartig lautstark, dass mein Schnodder durch die halbe Höhle flog und gleich auch noch Apfelgrünlein und Distelgrün mit über den Jordan schickte. Ich verstand, dass ich mit Entrüsten gleich mehrere Ziele angreifen konnte. Die Flaschengrüne hatte eine noch hinterhältigere Taktik, denn sie tat so, als wäre ich ihr vollkommen egal. Gerade als ich an ihr lautlos vorbeischleichen wollte, änderte sie ihre Meinung und griff mich an. Doch sie hatte nicht mit meinem Steinbrot gerechnet, das ich sogleich ihrem Kopf vorstellte.
Sie war lange genug betäubt, dass sich auch sie von ihrem Stoffwechsel befreien konnte. Mein Brot war beschädigt, was ich nur zum Teil bedauerte, und mein Wasser war zur Hälfte aufgebraucht. Nachdem ich auch noch die gischgrüne und die brillantgrüne Höhlenspinne mit avantgardegrünen Stachel überredet hatte, sich ab sofort auf jenseitige Dinge zu konzentrieren, betrat ich einen gewaltigen Raum. Ich möchte nicht behaupten, dass die nächste Spinne groß war, sie war nur 5-mal größer als Babsi und irgendwer hat ihr Beinchen auf die Stirn eintätowiert. Der Bereich in meinem Gehirn, auf dem Kreativität stand, fühlte sich sogleich beleidigt. Beinchen hatte noch mehr Augen als ihre Artgenossen und lächerlich großes Kauwerkzeug. Wen wollte sie damit verschlingen? Babydrachen? Ich schluckte, verkutzte mich an meinem eigenen Schleim, wartete, bis alle meine Kräfte regeneriert waren, zielte und griff an. Ich spuckte und das Biest spuckte zurück. Hey, spinnst du? Fragte ich sachlich, als ich vollkommen unerwartet in einer Lache aus giftgrünem, giftigen Giftschleim stand und meine Lebenskräfte schwanden. Spinne nickte. Der Schmerz begann bei Aua und endete bei meinem Verlangen, ins helle Licht folgen zu dürfen. Ich wich wie immer geschickt aus, spuckte und tauchte unter dem nächsten feindlichen Schnodder hinweg. Ekelhaft. Doch im ersten Moment schien meine Taktik aufzugehen. Ich erklärte keuchend und prustend, dass sie jetzt durchhalten müssten, da sie sonst in Säure aufgelöst werden würden, und fühlte mich langsam sicher. Beinchen hatte offensichtlich nicht, wie ich, ihr Ziel an einem Baum geschärft. Zwischen meinen eleganten Rollen konnte ich immer wieder fiese kleine Treffer landen und wähnte mich schon siegessicher, als ich bemerkte, dass bald der gesamte Höhlenboden mit giftigem Schleim überzogen war. Diesen Achtbeinigen ist auch kein Trick zu billig. Ich wusste langsam nicht mehr, wohin ich hüpfen sollte, ohne von der Säure in die Säure zu platschen, während Keuchen und Brusten fragten, ob ich jetzt vollkommen übergeschnappt wäre. Selbst Mandy und Andy verloren den Glauben an mich, robbten durch eines der zahlreichen Löcher in meinen Socken nach draußen und verschwanden im Boden, ohne sich zu verabschieden. Wie unhöflich. Doch noch war ich nicht besiegt. Ich änderte meine Taktik, stellte mich auf den letzten freien Fleck und berechnete Beinchens Angriffe. Als sie mich anvisierte, sprang ich in das Gift, akzeptierte heroisch den Schmerz, jaulte, wartete auf den Schuss und hechtete wieder auf die freie Stelle zurück. So traf das Biest nur ihr eigenes Gift. Ich bin einfach genial, abgesehen von dem kleinen Schönheitsfehler, dass mir langsam das Fleisch von den Knochen geätzt wurde. Kurz bevor mein freies Skelett zusammenbrach, traf ich Beinchen ins Auge und auch sie verabschiedete sich von ihrer physischen Präsenz. Ich tat eloquent meinen Schmerz kund, indem ich wie ein Baby brüllte, griff bar jeglicher Magie und beinahe jeglichem Leben zu meiner letzten Jause und verschlang sie gierig. Es dauerte lange, bis mein Fleisch nachgewachsen und die giftigen Flüssigkeiten verschwunden waren. Doch ich hatte gesiegt und konnte mir nun in Ruhe ansehen, was Beinchen so bei sich trug. Neben einem ganzen Heller hatte die Spinne augenscheinlich ein Faible für das Schmieden, da ein Plan für einen Eisenschuh unter ihr lag. Der Schuh selbst wäre mir lieber gewesen. Zusätzlich fand ich ein neues Paar stinkender Socken, welche sich mir sogleich anzog. Schließlich machte ich mich wieder auf den Weg nach draußen, doch schon im ersten Gang wartete eine brillant grüne Höhlenspinne mit avantgardegrünem Stachel auf mich. »Habe ich dich nicht gerade getötet?« fragte ich überrascht und griff das Vieh an. Obwohl ich der Überzeugung war, dass ich denselben Weg, den ich mir gerade freigekämpft habe, wieder zurückging, warteten neue, verblüffend ähnliche Spinnen auf mich. Da waren die Brillantgrüne, die Gischgrüne, die Flaschengrüne, die Distelgrüne, das Apfelgrünlein, die Blumenstielgrüne und die Algengrüne an der Decke. Ein zweites Mal falle ich auf den Trick nicht herein. Mit meiner letzten Magie rollte ich aus der Höhle, sammelte Keuchen und Brusten wieder ein und atmete kräftig durch. Ich hatte mein Kleid gerecht und wusste nun, Spinnen, Spinnen. Plötzlich hörte ich ein Kreischen und Zetern aus der Höhle, als hätten die Riesenspinnen eine neue Anführerin erwählt. Doch so schnell konnte keine Spinne auf diese Größe ranwachsen und auch die bürokratischen Mühlen der Tiere mahlen sicherlich langsam.
Ich redete mir ein, dass die anderen Spinnen lediglich den Verlust ihrer Chefin bemerkt hatten und leicht echauffiert waren. Ich umschlich die Briefmarkensammlerinnen im Tageslicht und kehrte vollkommen lediert mit Tand beladen zu Siglinde zurück. Stöhnend warf ich der Schicksal den ganzen Krempel vor die Füße und merkte an. Das war vielleicht eine Unordnung in der Höhle. Mein Kleid ist schmutzig, meine Haare sind mit Spinnweben überzogen und meine Regenwürmer sind feige geflüchtet. Du wirst es nicht glauben, doch der Hexenspeichel ist weder der ideale Angriffszauber für Nahkampfspinnen, noch hilft er, wenn man in einer feindlichen Schnodderhöhle in einer Giftlache steckt. Ich brauche einen Krieger und einen persönlichen Heiler an meiner Seite und einen Schneider. Sieh dir nur mein Kleidchen an. Wenn das so weitergeht, dann stehe ich bald wieder nackt da. Das ziemt sich nicht. Und ich brauche eine Massage. Wie komme ich eigentlich dazu, den ganzen Tand meiner Opfer auf meinen Rücken mit mir herumzuschleppen? Ich benötige dringend eine zierliche Handtasche oder zumindest ein schmuckes Säckchen mit goldenem, wie dem auch sei. Ich habe die doofe Oberspinne heldenhaft getötet und jetzt hätte ich wirklich gerne Schuhe. Auch meine neuen Socken sind im Moor wieder nass geworden und zwischen meinen Zehen beginnt es unangenehm zu jucken. Lange mache ich das hier nicht mehr mit. Hau, ich habe gesprochen. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.